Yo, hier ist Echo und ich bin wieder zurück. Der deutsche Traum, aufgewachsen in einem anderen Land. Der deutsche Traum, und dann wurde ich langsam bekannt. Yeah. Und jetzt gibt's 25 Fakten über mich. Unter der Dusche singe ich Johnny B. von Down Low. Das ist einfach so ein altes Lied, aber ich feiere das einfach. Mein Lieblingstier ist ein Katzenbär. Das ist eine Mischung zwischen Katzen und einem Bär. Das ist sehr süß. Ich konnte am Anfang nicht fassen, dass es echt ist. Ich dachte, das wäre eine Puppe. Aber als ich das dann gesehen habe, man muss den einfach lieben. Also ich will unbedingt so einen zu Hause haben. In meiner Kindheit hing Tupac Shakur, Tupac Amaru Shakur an meiner Wand. Und noch davor war es so Michael Jackson. Heute zum Frühstück. Ich habe Eiweißbrot ohne Kohlenhydrate gegessen. Darauf Wurst und Käse, auch biomäßig so. Mein Fahrstil ist rasant. Wer mich bei Stefan Raab mal gesehen hat, der weiß Bescheid. Aber ich kann eigentlich ganz okay fahren, allerdings ist bei mir Automatik irgendwie bevorzugt. Jogginghosen bei Frauen können sexy sein, müssen aber nicht. Die sollten sich das genau überlegen. Eigentlich ist Jogginghose gut, kann man schnell ausziehen. Ah, Saul. Das WM-Finale habe ich gar nicht geguckt. Ich war im Auto, weil ich musste von der Splash-Bühne runter. Wir hatten den letzten Auftritt vom Finale. Wir haben abgerissen, Alter, mit den Atzen zusammen. Schöne Grüße hier an Chetto und Marc. Und dann musste ich unmittelbar nach dem Auftritt ins Auto, weil ich am nächsten Morgen um 7 Uhr weiter für meinen Kinofilm drehen musste. Drei Türken und ein Baby. Wenn ich mein ganzes Leben nur einen Sneaker tragen dürfte, wäre das wahrscheinlich der Air Force One. Ich habe so eine Abneigung gegen Senf, weil ich als Jugendlicher oder Kind irgendwie, weil wir da so eine Mutprobe gemacht hatten und einen Löffel Senf essen mussten. Oh. Seitdem esse ich keinen Senf mehr. Ich besitze einige Erfindungen. Ich brauche in der Zukunft keine zu besitzen. Ich habe schon einiges erfunden. Zum Beispiel einen Besen, wo oben der oben nicht rund ist, sondern so halb abgeschnitten. Und da kannst du den gegen die Wand lehnen und der bleibt stehen. Wenn ich stolz bin, gucke ich so. Die beste Zeichentrickserie aller Zeiten ist wahrscheinlich Simpsons. Wahrscheinlich ist es jetzt so voll die Stani-Antwort, aber es gab auch was anderes damals, als ich klein war. Da waren so drei Pandas, die haben sich so zusammengeformt. Wenn irgendwas Schlimmes war, dann haben die so eine krasse Ausstrahlung gehabt. Der erste Reim, der mir auf JamFM einfällt. Ich bin die Reimemaschine, mir fallen 1000 zugleich ein. Ich bin so der Reime-Rain-Man. JamFM represent, was geht ab, was geht ab? Ich kann 1000 drauf machen. Wenn ich kochen müsste, kann ich kann schon so eine gute Spaghetti oder Nudeln machen und dazu vielleicht ein Steak anbraten. Und meine Soße ist auch nicht schlecht, aber da hört auch schon das Latein auf. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr für mich kochen wollt, einfach hier in die Comments schreiben, aber nur mit Jogginghose zum Runterziehen. Das erste, was ich sehe, wenn ich aus der Haustür gehe, ist eine Straße. Ich war noch nicht in New York. Ich war noch niemals in New York. Und da würde ich gerne hin, ja. Ich habe schon L.A. gesehen, Miami und so, aber New York noch nicht. Ich würde meine Vergangenheits-Ich mit auf den Weg geben. Lan, du siehst gut aus, ja. Lan, du bist der beste Rapper, ja. Mach weiter, so wie du bist. Mein erster Kuss war in Mönchengladbach auf der Stresemannstraße. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und nur drei Dinge mitnehmen dürfte, wären das ein Koch, eine Frau und eine Jogginghose für sie. Welche Schlagzeile würde ich gerne über mich in der Zeitung lesen? Echo Fresh hat Dr. Dre in der Forbes-Liste überholt. Meine letzte WhatsApp-Nachricht ging an meinen Bruder Sami aus Berlin. Ich bin dann sofort in den Tagstarter. Ich schlafe spät und stehe morgens früh auf. Bei mir im Kleiderschrank liegen viele Sachen, die ich nie wieder anziehen würde. Wir kriegen die ganze Zeit irgendwie Klamotten als Rapper. Also die sind halt so irgendwie nach ein, zwei Saisons natürlich out. So, weißt du? Deswegen die schenke ich dann immer befreundeten Leuten oder Familienmitgliedern. Ich kann nicht chillen, ohne was gemacht zu haben. Ich bin ein Arbeitstier. Mein Arbeitspensum ist vergleichbar mit dem von Präsident Obama. Yes, we can. Mein Lieblingsradiosender ist JamFM. Und ich hoffe auch, dass ihr mich spielt, Digga. Dafür, dass ich das jetzt hier sage. Deutscher Traum, 3. Oktober. Wollen wir nochmal reingucken? Wo rein? In das Video. Also, ja, komm. Let's go. König von Deutschland, ich wurde in der Hood gekrönt, Brüder, Tatsache, ich fühle es auf der Straße, ich bin der berühmteste Kanake, Eklem. Dieser Junge von der Juice Cover Story, verdiene bald mehr Cash als ein Fußballer, sorry. Digga, mein Album kommt raus, ja, was soll ich euch sagen, du stellst einfach hier
einfach auf den Finger drücken, ET-mäßig. Und Tourdaten kann ich nicht alle auswendig, sind 30 Städte, Digga. Geht auf meine Facebook-Seite, da ist oben mein Banner, guckt einfach. Ich erwarte euch alle. Bada boom, bada bang, euer Freezy, Jam FM, baby, baby. Hat er diesen Typen auf die Welt losgelassen, deutscher Traum. Du weißt nicht, wie das Feeling ist, man. Label schicken mir Klamotten, doch ich zieh sie nicht an, oh yeah. Der deutsche Traum, aufgewachsen in einem anderen Land. Der deutsche Traum. Und dann wurde ich langsam bekannt. Ich will gerne Werbung machen für BB-Creme. Schön einölen, die Weiber so unter die Dings. Mhm. Erzähl weiter. Unter die Jogginghosen. Ach so, ja.